Ich habe schon eine Vermutung, wie das bewerkstelligt wird. Ja. Ohne Scheiß, kein Wind. Ich frage mich gerade die ganze Zeit nur, warum hat sie eine Zahnbürste dabei? So, wunderschönen guten Abend. Wir haben wieder einen Vorschlag aus der Community für einen Preview-Trailer. Grüße gehen raus an der Stelle und wir schauen uns heute an. Slip von Vanishing Inc. ist das Ganze. Und ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Moment, nicht vorspulen. Hier, so, go. Das ist wieder unerklärlich für Leute, die nicht sauberer sind, dass man Geld für was bezahlt, wo was runterfällt. Okay, also es geht scheinbar in diese Richtung. Hatten wir schon öfter jetzt Gimmicks, wo man... Zwar, da gab es diesen Stift, diesen Fall Pen, eines unserer ersten Review-Produkte. Und dann gab es noch Magnet Zero von Han... Nee, Henry Harris. Small powerful gimmick, der Dallas. Okay. 바람이나 자석, 실 등을 사용하지 않으면서 관객의 물건을 원할 때 떨어뜨릴 수 Ich muss jedes Mal lachen. No threats, no magnets, no winds? Ah, winds? Oh, das kannst du auch super geil so erklären. Ohne Scheiß, kein Wind! Whoa, das geht ja ein bisschen schnell. Was ist denn da alles? So, Moment. Ach, das ist ja ein ganz komischer Trailer hier zum Scrollen. Okay, aber gut, wir machen es. No man, no wins. Aber es sieht cool aus. 슬립의 수많은 장점 중 하나는 바로 커스터마이징 기능입니다. 총 5단계의 강도와 시간 조절 기능이 있기 때문에 다양한 연출 환경에 맞춰 설정이 가능합니다. Ah, Power Level Time. Oh, man kann das. Ich habe schon eine Vermutung, wie das bewerkstelligt wird. Aber dass man das so timen kann oder auch steuern kann, wie stark das, was es macht, das ist neu. Das kenne ich so noch nicht. Mhm. Kriegt man das wirklich so gut hin, dass die Kartenschachtel dann so da drauf fällt? Ne? Everything? Everything is fair. Alles ist fair. But whenever you want. Wow! 카드나 음료수병 외에도 담배나 종이컵 같은 주변의 다양한 물건으로도 연출할 수 Various items around you such as cigarettes and cups. Also man kann das mit allem verbinden. Haben wir verstanden. Give me anything. Ich frag mich gerade die ganze Zeit nur, warum hat sie eine Zahnbürste dabei? So. Okay, also ja, ich bin mir nicht sicher, aber es ist auch mal schwierig, das beim ersten Mal zu beurteilen, wo das Gimmick dann versteckt ist. Also ist, haben sie ja gesagt, das ist ein Gimmick. Und weil es schaut so aus, dass man irgendeine Flasche nimmt, irgendeinen Gegenstand. Und was mich auch interessieren würde, ob das Ding Lautstärke hat. Das Gimmick. Das ist, finde ich, noch ein wichtiger Punkt, weil es so funktioniert, wie ich meine. Aber falls es jemand von euch hat, könnt ihr mir vielleicht ein bisschen kodiert so à la Penn & Teller mäßig. Wir wollen hier nicht zu viel exposen, aber schreibt das gerne mal in die Kommentare.
wenn ihr da mehr Infos zu habt. Ansonsten schauen wir mal, ob wir das vielleicht für die Review ranbekommen, oder schreibt uns auch mal in die Kommentare, ob ihr sagt, ja Mann, schaut euch das genauer an, das sieht super spannend aus. Und ja, es ist immer noch witzig. Es ist ein Gimmick, das bewerkstelligt, das was runterfällt. Krass, oder? Kannst da draußen auch keinem erzählen. Naja, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen traumhaften Abend, Mittag oder Morgen, je nachdem. Und wir sehen uns in der nächsten Review oder Preview. Bleibt mal gespannt.